Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang, für den interessanten Vortrag. Viele von uns haben das Wort ja schon gekannt, haben schon Grundkenntnisse gehabt und waren umso gespannter, jetzt einmal genau zu erfahren, um was es da geht. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, sollten wir eigentlich unseren Beitrag am Tag der Achtsamkeit bei der Krankenkasse einreichen. Ja, genau. Müsste eigentlich bezahlt werden, ne? Ja, das ist immer nicht ein Thema. Ja, genau. Beitrag. Wir kommen jetzt zum Mittagessen und da bitte ich auch alle, an den Beitrag zu denken, die 15 Euro für heute und in die Bell zu legen. Darf man auch das ja. Fragen jetzt? Ach so, ja, gerne. Ja, gerne. Dieses Programm, kann man das nur in einer Klinik lernen oder haben wir das auch anders? Wird das anders angeboten? Also das wird hauptsächlich ambulant angeboten. Also es gibt verschiedene, also mittlerweile schon ziemlich vielen Stellen in Deutschland ausgebildete MBSR-Lehrer. Ja. Also in München gibt es mindestens 3. Ja. In der Klinik, also es gibt schon einige, die in der Klinik auch so was in Richtung MBSR anbieten. Ich selber mache das auch in der Klinik St. Irmingard in Prien, wo ich zweimal in der Woche Meditation anleite. Ja. Aber dieses ganze Programm kann man natürlich nicht in seiner Fülle da anbieten, ja, weil also fast niemand ist 8 Wochen da, ja, und ist auch vom ganzen Tagesablauf und so ist ein bisschen wäre zu schwierig, das ganze Programm anzubieten. Also ich mache es dann in einer offenen Form, also dass wer da teilnehmen mag, der kann kommen. Es ist auch keine Verpflichtung zum Üben, wie es im MBSR-Programm ist. Ja. Aber es gibt dann viele, die ganz also interessiert kommen und auch solange sie stationär sind, da dabei bleiben. Mhm. Ja, also wer so einen Kurs mal machen möchte, also es gibt im Internet unter MBSR, es gibt unter dem Stichwort, also kann man eine Lehrerliste finden und ja, da sich raussuchen, das ist dann nach Regionen aufgegliedert. Noch eine Frage. Die Liste vom Arbor Verlag. Ja, okay. Also, diesen Bodyscan könntest du nicht mit uns machen. Doch. Als Entspannung für vielleicht nach der Gehmeditation einfach als Frage. Würde ich sehr schön finden. Gerne. Mhm, ja. Wenn die anderen auch ein. Wenn ich nicht selber dabei einschlafe. Ja, ja, genau. Ja, können wir gleich mal da Meinungsäußerung hören zu dem Thema? Als ist ja ein ganz konkreter Vorschlag für ein Nachmittagsprogramm. Wer ist dafür? Können wir da vielleicht mal schauen? Das sind schon sehr viele. Ist jemand dagegen? Was dagegen? Dagegen? Nee, also das denke ich ist ein sehr klares Votum. Ja, denke ich, schön, das machen wir dann. Mhm. Vielleicht am besten direkt nach der Gehmeditation. Gut, mhm. Ja. Wenn du... Gern. Ja. Mhm. Okay, schön. Mhm. Ja. Wie ist das zu verstehen? Ich hoffe, ich war achtsam genug. Bei deinem Vortrag, dieser 8-Wochen-Kurs, der ist üblicherweise so, dass du wirklich täglich stattfindest. Nicht so, nein. Da sage ich jetzt mal jede Woche eine Übungseinheit. Oh, Entschuldigung, das. Ganz lange Zeit sind sie, also ich unterstelle mal, dass das ein kompakter Kurs über 8 Wochen ist. Das habe ich also nicht klar genug gesagt. Also, das geht 8 Wochen lang, einen Termin in der Woche, 2,5 Stunden. Und dann gibt es eine Selbstverpflichtung, täglich zu Hause zu üben. Ja, an 6 Tagen die Woche, ja. Und es gibt Kursmaterialien und das ist eine CD, ja, wo die Anleitung des Bodyscan drauf ist und die Sitzmeditation drauf ist, sodass die Teilnehmer dann eben zu Hause das mit dieser Anleitung machen können. Pro Tag 2,5 Stunden? Nein, die Kursstunde ist 2,5 Stunden. Und pro Tag ist es bis zu einer Stunde. Ja? Darf ich das nochmal für mich zur Klärung eine Ergänzungsfrage stellen? Das heißt, ich habe die ganze Zeit mir überlegt, du hast ja da, falls ich da auch achtsam zugehört habe, von 8 Stunden geredet. Und
Und jetzt begreife ich es, dass möglicherweise... Ja, aber dass jede Woche eine Stunde ist. Jede Woche sind es, also eine Sitzung, zweieinhalb Stunden. Ich habe gefragt, wo bleiben jetzt die ganzen anderen Sitzungen für die 8 Wochen? Aber es ist nur jede Woche eine Sitzung. Ja. Was geht denn mit diesen 8 Sitzungen, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich das ganze Programm da? Ja. Ich hätte gerne mal die 4 englischen Worte gewusst, was das jetzt eigentlich, wofür diese Abkürzung steht. Also Mindfulness-Based Stress Reduction. Ja? Darf ich mal eine Frage stellen zu dem Thema Angriff in der Kommunikation, wo es im Aikido diese Übung gibt, wo man sich so dreht? Ja. Kann ich mir vorstellen, dass es im Aikido so läuft, weil da redet man nicht miteinander, da tanzt man also dann. Und ist es dann so zu verstehen, dass also im täglichen Leben, wenn jemand so auf mich zukommt, da werde ich mich ja nicht so wegdrehen und mich umdrehen und tanzen, oder? Sondern da werde ich dann, ist es zu verstehen, dann nehme ich das dann auf, signalisiere dem anderen oder wiederhole das nochmal oder wie läuft es dann ab? Das wäre zum Beispiel eine mögliche Umsetzung davon, ja, wenn ich sage, naja, also kann ich nachvollziehen, ja, dass Sie das so und so sehen. Ja? Also ja, ich könnte ja gleich sagen, es kommt irgendwie ein Vorwurf, ja, du hast schon wieder, ja. So, kann ich voll dagegen gehen, mich verteidigen, ja, oder vielleicht sogar einen Gegenangriff machen, ja. Oder mir das anhören und sagen, ja, da ist was Berechtigtes dran, ja. Also tut mir leid, das habe ich halt verkehrt gemacht oder ja, also und dann aber auch, also so, das wäre der eine Teil, wo ich die Sichtweise des anderen aufnehme, ja, und dann kann ich ja aber auch im nächsten Umdrehung sagen, ja, bei mir, ich habe das so und so gesehen, ja. Ich habe noch eine Frage zu diesen, also die inneren Richter, ja. Nennst du Almas. Die dich immer noch mehr in diesen Stress reinbringen. Wie, mit welcher Übung wird das dann, wie nehme ich die wahr? In Träumen oder, weil die sind ja nicht so leicht zu durchschauen, denke ich. Ja, okay. Ziemlich leicht zu durchschauen und das kann, also ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel bringen, also als Student habe ich angefangen mit Zen-Meditation, ja, und das war ziemlich streng, so also japanische Richtung, und war da einmal beim Taisen Deshimaru, da ist dann auch einer rumgelaufen mit so einem Holzpaddel, ja, und man musste mal so machen und den Kopf auf die Seite und hat mir eins übergezogen bekommen, ja, also sehr streng, ja. Und da habe ich so ein Stück was verinnerlicht. Na, so muss ich da sitzen. Okay, also bis ich da drauf gekommen bin, dass das sozusagen, wie ich mich selber da unter Druck setze, ja, das hat ziemlich lang gedauert. Ja. Aber, also, wir versuchen jedenfalls im MBSR so eine Haltung zu vermitteln, zu sich selbst freundlich zu sein, ja, und das, also das, dieses sich beobachten in der Meditation, dass das eigentlich immer auch diese Qualität von Mitgefühl mit sich auch hat, ja, also dass es nicht ein kaltes, distanziertes Beobachten ist, sondern eine Freundlichkeit, ja, sich selbst gegenüber. Und wenn ich sozusagen mit dieser Haltung auch Gedankenprozesse, Gefühle beobachte, ja, ist der Raum vielleicht auch so, dass mir irgendwann dämmert, ja, was treibe ich da eigentlich mit mir? Ja? Ja, schön. Danke, das war, glaube ich, nochmal sehr hilfreich. Danke auch nochmal für die Erinnerung, dass für die Fragerunde, dass die überhaupt entstanden ist. Ja. Und der Schluss gefällt mir auch, das ist halt natürlich, das ist ganz klar unsere Linie, das liebevoll miteinander sein. Und manchmal in der Meditation spüre ich, wie praktisch völlig direkt, also als ob das ein ganz direkter Kreislauf ist, eine achtsame Meditation, ich merke der Atem ein- und ausgehen. Wenn ich dann ganz ruhig zuschaue, entsteht direkt Mitgefühl. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist
Ja, automatisch, ja. Da bin ich ganz außen vor. Das ist wie ein Naturgesetz, ja. Wo man einfach nur sich zuschaut. Ne? Ja, und so wollen wir es sein. Friedvoll und freudvoll. Ne? Das war das Motto für den heutigen Tag. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber schadet nichts, genau. Und MBSR ist eine tolle Technik. Aber die Idee, vielleicht noch eine Frage von mir zum Abschluss. Die Idee ist aber, dass also Leute, die sozusagen mit dem Stress in Krankheit gekommen sind, wo es also die ärztliche Unterstützung gebraucht hat, weil Stress haben wir ja in gewissem Umfang ja alle, aber das MBSR eigentlich entwickelt, das ist, wurde für Leute, die also mit ihrem Stress in die echte Krankheit gekommen sind, ärztliche Hilfe brauchen und dann wieder typisch Medizin hochgezogen werden bis zur Arbeitsfähigkeit und dann kriegen sie eine Adressliste, ne? Wo sie, verstehe ich das richtig, wo sie weiter üben können. Das ist ein das finde ich ein bisschen provokativ. Ja, also der Kabat-Zinn handelt an seinem Zentrum so, also dass alle, die mal an einem MBSR-Kurs teilgenommen haben, dann an den Tagen der Achtsamkeit, ja, also die Möglichkeit haben, eingeladen sind, wiederzukommen. Ja, also dass da auch eine Anlaufstelle, also da ist. Jetzt bei denen, die hier in Deutschland das ambulant, das ist noch im Werden und im Wachsen. Ja, also es gibt sozusagen in dieser Ausbildung, die man lernt, erstmal so diesen Grundkurs, den anzubieten. Ja. Und dann ist es ein Stück nach den Möglichkeiten auch derer, die es anbieten, also wie es dann weitergeht. Ja? Also gibt welche, die erarbeiten sich auch Aufbaukurse. Ja? Also ich bin da selber auch dran, nachdem ich jetzt so 4 Kurse gegeben habe, also einen Aufbaukurs zu entwickeln. Und also dass für die, die weitermachen wollen, auch eine Anbindung da ist und aber auch für andere, die sagen, ja, also gut, ich habe die Möglichkeit, mich der oder jenen Gruppe anzuschließen, ja, dass das so eine Initialzündung war. Ja. Also es gibt sicher welche, die möchten gerne in eine christliche Meditationsgruppe gehen oder welche, die mit Vipassana weitermachen oder sagen, mir hat das Yoga besonders gut getan, ich besuche einen Yogakurs. Ja. Danke. Ja, es war sicherlich sehr pointiert formuliert, vielleicht auch etwas provokativ, aber es war nicht negativ gemeint, das möchte ich deutlich sagen. Nein, es ist ein Anliegen, ja. Übergabepunkt darstellt. Ich meine, es gibt ja dann umgekehrte provokative Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was wir machen, ja, und dem, was Kabat-Zinn macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Übergabepunkt sehr wohl ein sinnvoller ist. Ja, also jetzt die ganze Spitze und Provokation rauszunehmen, zu sagen, die Ärzte helfen halt von dem Punkt, wo der Stress krank macht, bis zur Grenze der Gesundheit, wie man so normal sieht. Ich habe das pointiert als Arbeitsfähigkeit definiert. Aber gut, ja, und dann, okay, dann hört es nicht auf, das wissen wir alle, darum sind wir ja hier. Aber dann ist eigentlich der Punkt da, wo normale Gruppen einspringen können, eben wie du sagst, Yoga, Vipassana und wir hier, die sagen, ja okay, und jetzt geht's bei uns weiter. Ne? Und das ist dann so der Lebensweg, Lebenspraxis. Ne? Ich kann noch einen Satz sagen, weil du gesagt hast, das ist eine Technik, ja, zum Teil, es hat den Aspekt einer Technik, ja, aber also von Kabat-Zinn wird das jedenfalls immer wieder betont, eigentlich geht's um eine Seinsweise, ja, also die Entwicklung einer neuen Lebenseinstellung, Lebensführung, ja. Also dass das eben nicht bei einer Technik bleibt oder dass es eigentlich gar keine Technik ist. Ja, es ist eine innere Haltung. Ja. Und es gibt eine gewisse Gefahr im Gesundheitswesen, dass es sozusagen auf eine Technik eingeengt wird. Ja. Aber also von Kabat-Zinn wird so verstanden und sicher sehr vielen, die jetzt MBSR-Lehrer sind, also dass das über eine Technik hinausgeht. Ja, ja ich wollte dir nochmal danken in der Form, auch wie du es vorgetragen hast.
Und dazu aber auch nochmal anmerken, dass ich finde schon, neben der Haltung, die wir hier üben, ist es schon manchmal ganz hilfreich, so bestimmte Techniken auch zu lernen. Also was ich bei dir wieder gesehen habe, genauso wie gewaltfreie Kommunikation, einfach in dem, was sie anbietet, die Techniken fiel mir vorhin ein, wie du das geschildert hast, jemand kommt auf dich zu und du bist jetzt erstmal in der Reaktion abzuwehren, bis man dann wirklich lernt, ihn zu fragen, ja, also so siehst du das? Aha, das lernt man erstmal nicht so, das hat man nicht automatisch drauf, genau. Nur weil man eine, sagen wir mal, achtsame Haltung hat. Und das finde ich schon, also dieses Wechselspiel, zu sagen, eine Grundhaltung, die ich hier durch das Üben auch einfach verbessern kann, da helfen mir bestimmte Techniken dann doch. Wie du sagst, so als Bild fand ich das sehr schön mit dem Aikido zu sagen, oder eben Tai Chi, dass man das vielleicht in sich auch aufnimmt und sprachlich umsetzt. Ja, und das finde ich eine große Hilfe. Und ich fand es wunderbar, wie du es uns vorgeführt hast, wenn es auch etwas kurz war, die Zeit. Ja, vielleicht dann ein Satz vielleicht noch, also weil ich mir das auch so überlegt habe, ja. Also, was kann sozusagen die buddhistische Tradition oder so ein Lehrweg dem MBSR geben, umgekehrt, ja? Also das eine ist sicher dieser reichhaltige Hintergrund und ja, auch dieser Punkt, irgendwann ist vielleicht eine Übergabe fällig, ja, dass wenn ein Mensch sagt, okay, ich will diesen Weg der Achtsamkeit wirklich vertiefen und einen spirituellen Pfad weitergehen, ja. Also andererseits denke ich, kann das MBSR auch, ja, jetzt uns in der GAL was geben. Ja, also ich habe in der Ausbildung, es waren ja viele Schüler da, die schon lange also irgendeine spirituelle Tradition also praktizieren, also Vipassana aus dem tibetischen Buddhismus und also auch Menschen, die bei Thich Nhat Hanh Schüler sind und also es haben eigentlich alle gesagt, das hat mir nochmal zusätzlich was gebracht, ja, also die Ausbildung in der Kombination, ja, also entweder, dass halt bisher sozusagen der Körper zu kurz kam oder ja, die Achtsamkeitsmeditation zu kurz kam, weil hauptsächlich Mantren rezitiert wurden oder Visualisierungen praktiziert wurden, ja, also dass das die Praxis von jedem nochmal also intensiviert hat und um Aspekte bereichert hat, die bisher zu kurz kamen. Ja. So machen wir in Plan-Village unsere Freude zusammen. Ja, danke, lieber Wolfgang. So, jetzt wollen wir uns aber noch formell verabschieden.